Oh, wieder, ey, dagegen. Ja, und hiermit ein herzlich willkommen bei Dead by Daylight. Ja, genau, bei Dead by Daylight, ja. Und mit Cheryl Mason auf der Autohaven Map. Autohütte. Sie hier aber noch. Es ist auf jeden Fall ein Terrorkiller. Und wir haben es schon wieder mit einem Bubba zu tun. Oh. Und ja. Mac versteckt sich da gut. Ich denke mal, dann wird er auch weiter den Gen machen. Hier ist die Kate. Eine Runde können wir noch. Okay, wir haben jetzt erstmal noch Ruhe abgelassen. Und die Kate liegt und wird aufgehangen. Ich mach den Gen nochmal fertig. Ich glaub, da holt auf. Bei mir. Bei mir leckt es, ey. Das ist so ekelhaft. Mann! Scheiß hier! Warum leckt es? Immer wenn ich aufnehme, leckt es. Oder manchmal auch so. Also die drei Spiele jetzt hintereinander hier haben immer geleckt. Heb mir doch mal auf hier. Häng mir runter hier. Maggie, Baggy. Okay, bring ihn doch jetzt hier noch her. Er will gar nicht machen, ich will ihn ab. Ach, ich habe ja keine Taschenlampe mehr. Habe ich meine Taschenlampe? Ich will meine Taschenlampe haben. Wo hat der mir. Ach, ja. Er hat ja hier Dings bei. Ich muss schon sagen, wieso bücke ich mir an, aber ich würde jetzt irgendwie ihn mal anleuchten. Bei Tibek oder sowas mache ich ja nicht, ja. Ich bin ja ganz krummes Schaf. So, jetzt hängt.
Klödi müsste jetzt hängen. Ich renne trotzdem hin, sie wird ja jetzt abgehangen, wegen Heilen und so. Irgendwo war noch ein Totem. Okay, er kommt wieder. Oder? Hier war noch ein Totem. Ach, der hat Nervenkitzel dabei. Hat bestimmt ich würde mal sagen, er hat Blut bei. Okay. Oh, jetzt ist halt der Meer. Wow. Mann, das erste Mal war so scheiße. In dem Leck bin ich gegen die Palette gerannt. Ah, na, jetzt hat er mir ja gesehen. Oh, ey. Naja, einen Gen werden wir noch schaffen. Ihr seid doch alle auf einen Haufen, ey. Boah. Keine Ahnung. Danke, was der Name bedeuten soll. Ah, von Jen. Guck mal, den machen wir jetzt. Okay, der macht. Ich will mal gucken. Ich habe jetzt auch zweimal angegriffen. Ich habe mir jetzt nicht zu sehr in Gefahr. Wer hängt sie da auf? Ach, da ist er schon wieder. Oh, ist so kotzen, ey. Ah ne, ist eine andere diesmal. Mann, Alter, ist da zum Husten. Dann gibt's hier keine Paletten mehr.
Hier ist mal hier ein bisschen weiter rein. Ist hier der Keller? Ist hier der Keller? Nee. Gibt's hier der Keller? Nee. War eine Truhe. Mal schauen. Da ist da irgendwas drin. Was mir weiterhelfen könnte. Ja, noch eine Taschenlampe. Wow. Ach Mann, ey. Die jault mir zu laut. Wie machen wir den Jen? Der wird den sowieso da die ganze Zeit überwachen, weil er am weitesten ist. Jetzt hat er wieder die Kate. Aber die Kate hält ein bisschen durch. Ei. Ja. Schaffe ich nicht mehr. Blöd ist, ich stöhne so laut. Man muss ja. Ja. Ich weiß nicht, ob er da am Eingang wartet. Dann kann ich ja raus. Dann ist alles chillig. Gut, zwei gestorben, zwei überlebt. Was war denn jetzt? Ah ja, ich wollte ja noch vorlesen. Ja, alles außer bis auf eine. Spieler? Ja, der hat eigentlich sauber gespielt. Ja, fair. Fair auf jeden Fall. Für den Bubba war es fair. Auf jeden Fall. Gibt's nichts zu bemängeln. So, die Hintergrundgeschichte von Cheryl Mason. So, Cheryl Mason, die früher als Heather bekannt war, ist fürsorglich und impulsiv. Nach dem tragischen Tod ihres Adoptivvaters Harry Mason versuchte sie, ihr Leben neu aufzubauen. Obwohl sie sich selbst von dem religiösen Kult befreit hatte, der sie seit ihrer Geburt verfolgte, war sie nun von der Schuld am Tod ihres Vaters gefesselt. Jede Nacht wurde sie unter dem Deckmantel von abscheulichen Albträumen von einer inneren Finsternis bestraft. Um ihr Bewusstsein zu erleichtern, arbeitete sie freiwillig in einem
Kriseninterventionszentrum für Jugendliche in Not. 3 Monate später schloss sie die Ausbildung mit Bravour ab und durfte ohne Supervision am Krisentelefon arbeiten. Doch nur wenig hätte sie auf ihren ersten Anruf vorbereiten können. Sie hörte nur weißes Rauschen. Die Luft wurde dichter, als schwarze Dämpfer aus dem Boden stiegen und plötzlich ertönte die Stimme einer Frau. Eine Frau, von der sie gedacht hätte oder hatte, dass sie nie wieder von ihr hören würde. Warum klammerst du dich an dieser verdorbenen Welt fest? Du weißt, dass nur Gott uns retten kann. Sie konnte es doch nicht sein. Claudia war tot. Plötzlich drehte sich alles um sie herum und sie fiel von Übelkeit ergriffen auf die Knie. Heiße Galle strömte ihre Kehle hinauf und sie wirkte warmes Blut auf den Boden. Dann hörte das Drehen so plötzlich auf, wie es gekommen war. Cheryl blickte auf und sah, dass sie woanders war. An einem kalten und hoffnungslosen Ort. Genau, sie war in Silent Hill. Ne? Richtig. So sieht's nämlich aus. Ja, das war Cheryl Mason, eine Runde mit Cheryl Mason gegen den Bubba. Ich bedanke mich für's Zusehen. Bis bald, du. Dein Witzchen Mellor.